So, und die Katze fängt an zu randalieren. Ich glaube es nicht. Heute genießen wir eine kleine Visual Novel, die sich My Aunt is a Witch nennt. Und ja, wir werden uns das kleine, süße Ding einfach mal angucken. Vom Publisher wurde es mir gesponsert, sozusagen. Und ich bin echt gespannt, was sich hinter My Aunt is a Witch verbergen wird. So, erstmal natürlich wieder Textspeed. Textspeed passt, das ist schön. So. Wenn irgendwie Musik oder so zu laut ist, müsst ihr es mir sagen. Ihr kennt das ja bei mir, dass ich immer ein bisschen Anlaufhilfe brauche. Also verstehe. So verstehe ich das. Okay. Okay. Links, rechts. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es passen wird irgendwie. Als Sprache nehmen wir natürlich Englisch. Hi, Eist. Mein Hübsches. Ja, demnach, wir stürzen uns jetzt einfach mal ohne große Probleme in My Aunt is a Witch. Jetzt muss ich noch rauskriegen. Ah ja, okay, dunkel ist hervorgehoben, hell nicht. Ja, Skippy? Und Eist, vergiss nicht, Community ziehen, ne? Das heißt am Ende, ich erinnere dich nicht dran. Aber ich bin doch noch gar nicht mal richtig da. Schau dir alle das mit dran. Du kannst so nervig sein, Eri. Du weißt, ich mache nur Spaß, nicht? Durch meinen Schlummer hindurch hörte ich Stimmen und das Rattern von Maschinen. Was auch immer eine Crickstone-Straße ist, aber auf alle Fälle ist es das. Es war mein letzter Halt. Ich öffnete die Augen und eilte zum Ausgang. Sobald ich aus dem Bus stieg, nahm ich ein altes Polaroid-Foto aus meiner Tasche. Polaroid-Video, ist klar. Und fing an, den Weg entlang zu laufen. Ich musste Tante Alices Haus finden, in dem ich das Foto benutzte, das vor 6 Jahren gemacht wurde. Es war keine einfache Aufgabe, muss ich sagen. Niemand hat sich darum gekümmert, mir eine Karte zu zeichnen. Wie hätte auch mein Vater eine Karte für mich zeichnen können mit all seinen wichtigen Verantwortungen, die er hatte? Wie zum Beispiel einen Juwelierkatalog durchzugehen, um einen weiteren Diamantring für meine Stiefmutter zu kaufen. Zu wählen. Ja, Katze muss erstmal gefüttert werden, ist klar, Skippy. Der Eis. Warte! Du bleibst hier. Du legst dich schön hin. Schade, dass das bei dir nicht wie mit einem Hund klappt, weißt du, Schatz? Das wäre schon an manchen Tagen einfach praktisch. Hier? Am Ende sabberst du mir doch auf die Socken, ist klar. Finger sind so angesappert. Ich hasse es, dass du mir die... Nee. So. Finger an ihm trocken gerieben. So, also war alles, was ich hatte, dieses alte Foto, das, gemacht wurde, als meine Mutter und Vater Tante Alice besucht hatten. Übrigens, mein Vater musste beweisen, wie sehr er Sophia liebte, fast jede Woche. Und der Preis für seine Geschenke wurde rapide größer.
Das ist genau der Grund, warum ich kein neues Fahrrad zu meinem letzten Geburtstag bekommen hatte. Mein Vater klopfte mir einfach auf die Schultern und gab mir $5, damit ich mir etwas selbst holen könne. Ich denke, meine Stiefmutter ist das pure Böse. Sie ist vielleicht sogar die böseste der Bösen im gesamten Universum. Und ich weiß, dass meine Mom, die mir auch an dem Foto aus entgegenlächelte, dem zustimmen würde. Ihr Lächeln war so warm und freundlich, anders als dieses kalte Grinsen von meiner Stiefmutter. Ich schwöre. Ich schwöre euch. Wenn ich sehe, wie sie mich beobachtet, während sie Fleisch in den Fleischwolf steckt, mit ihr, mit... Wartet, ich sammle mich nochmal. Ich schwöre euch. Wenn ich sehe, wie sie das Fleisch in den Fleischwolf steckt, während sie mich ansieht mit ihren kleinen, funkelnden Augen, habe ich manchmal das Gefühl, dass mein Leben in Gefahr ist. Aber nun bin ich weit weg. Sie kommt nicht mit ihren langen, blassen Fingern an mich heran. Skippy! Du bist ein bisschen schwer. Genau deswegen bist du ein bisschen schwer. Genau, leg dich in deine Kuhle rein. In deine Kuhle! Guck mal, die ist doch so schön für dich gemacht. Die hast du dir doch bereits freigelegt. Genau. Ich war schon einmal hier. Als ich klein war, brachte meine Mutter mich her, um ihre Schwester zu treffen. Zu der Zeit erschien alles wie im Traum und unreal für mich. Das Haus meiner Tante war wahrlich ein magischer Ort voller Wunder. Natürlich, da ich damals ein Kind war, habe ich mir vieles nur eingebildet. Und dennoch hatte ich viel Spaß während meines Aufenthalts. Es war egal, ob es nur eine Fantasie war, weil ich dort einfach gut gelebt habe. Gott. Ich bin wirklich froh, dass ich diesen stinkenden Bus verlassen habe und endlich etwas Luft bekommen konnte. Ich konnte es nicht abwarten, den Ort aus meiner Kindheit zu sehen. Ich fragte mich, ob ich mir jetzt etwas Magisches vorstellen konnte. Ich lief den engen Pfad, der mit Blättern bedeckt war, entlang. Es war ein schöner Spaziergang in den Wäldern mit einer frischen, kühlen Herbstbrise in meinem Gesicht. Die Sonne ließ ihr helle... Was? Die Sonne ließ ihre hellen Farben vom Himmel scheinen und zeichnete interessante Muster auf den dicken Zweigen. Gott, jetzt... Es ist sehr schön, dass die wirklich alles beschreiben. Das ist, als hätte da wirklich jemand ein Blatt Papier zur Hand genommen und alles aufgeschrieben. Alles! Ja. Herausragende Bäume umgaben mich und die Vögel sangen ihre wunderschönen, fröhlichen Lieder. Diese warme Atmosphäre erfüllte meinen Geist und ich konnte nicht anders als zu lächeln. Es war ein schöner Spaziergang durch den Wald in Frieden und Ruhe, besonders nachdem ich für so lange Zeit in dieser lauten Stadt gelebt habe. Das war nicht mehr als eine Wildnis. Und das Dorf musste auch in der Nähe vom Haus meiner Tante sein. Letztes Mal, waren meine Eltern und ich dorthin gegangen, um eine Spielzeugausstellung zu sehen. Meine dumme Stiefmutter dachte wahrscheinlich, dass sie mich wegschickte, um auf irgendeiner Müllhalde zu leben. Aber glücklicherweise war das nicht so schlimm. Vielleicht kann ich sogar ein paar Freunde, also so ein paar Jungs dort als Freunde im Dorf gewinnen. Ein Teil von mir
würde gerne faul aufs Sofa fallen, eine Comedy-Show mit Jay Earl anschalten. Aber ich hatte das Gefühl, dass etwas Interessantes und Großes auf mich wartete. Ein seltsames Gefühl für einen 12-jährigen Jungen, der aus dem Haus geschmissen wurde von seiner krummeligen Stiefmutter. Übrigens, sie selbst sollte manchmal in die Stadt gehen, um etwas frische Luft zu genießen, statt den ganzen Tag drinnen zu sein. Sie ist immer zu Hause oder auf Arbeit. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie so blass ist und sich ständig bei meinem Dad über alles beschwert. Für einen kurzen Augenblick hielt ich inne und fragte mich, warum ich überhaupt dachte, dass Tante Alice froh wäre, mich überhaupt zu sehen. Könnte sie sich plötzlich verändert haben, alt geworden sein und genauso krummelig sein wie meine Stiefmutter? Während meines letzten Aufenthalts kamen ich und meine Tante gut miteinander aus und hatten viel Spaß. Aber wer weiß schon, was in den Gedanken dieser Erwachsenen vor sich geht. Plötzlich spürte ich, wie mein Bauch krummelte. Das letzte Mal, dass ich was gegessen habe, war früh am Morgen. Mir wurden ein paar Äpfel für den Weg gegeben und der letzte war noch in meiner Tasche. Ich griff nach dem grünen Apfel, nahm ihn langsam raus und nahm einen kleinen Bissen. Ah ja, das wäre jetzt so das Game-O-Mat-Ding von wegen einen Apfel essen, um wie ein Arschloch auszusehen. Um es einfach mal so zu sagen. Katze, warte. Ich komme zu dich. Ein bisschen näher, weil mir tun die Beine weh. Ah, ich werde alt, ich falle auseinander. Oh, das Wetter schwingt um. Das ist echt eklig bei mir jedes Mal, weil mir tut es dann immer an den Beinen weh. Und die Knacksen. Jedes Mal. Ich kann da nicht richtig sitzen, ich kann da nicht richtig stehen. Ich kann nicht mal richtig liegen. Muss immer irgendwie finden, dass ich einigermaßen angenehm liege, ohne dass es mir wehtut. Aber ich finde keine richtige Haltung. Weil dann schlafen mir die Arme ein, die Beine, irgendwas anderes. Ja, Eri wird alt. 35 dieses Jahr. Ach nee, 34, ich lüge. Er ist so sauer. Ich mag übrigens saure Äpfel. Ich war überrascht, dass er nicht vergiftet war, da es meine Stiefmutter war, die ihn mir gegeben hatte. Was für eine lästige Frau. Nun, immerhin war sie nicht hier und ich musste mir nicht ihre endlosen Kommentare und Beschwerden antun. Sitz aufrecht, Thomas. Du isst wie ein Tier. Ellenbogen vom Tisch. Hör auf, an dem Stift zu kauen. Mein Krieg mit ihr war für den Moment vorbei. Aber ich war ein bisschen besorgt, was mit meinem Vater passieren würde. Ich nehme an, seine Beziehung mit ihr war nicht schlecht. Er musste es zumindest nicht fürchten, dass sie ihn mit sauren Äpfeln quälte. Ich hätte nichts gegen saure Äpfel, ich liebe die. Plötzlich roch ich etwas. Es kam aus den Tiefen des Waldes. Ich atmete tiefer ein und ein schönes Aroma von Zimt und gekochter Milch kitzelte meine Nase. Wie appetitlich. Das Aroma von Gebackenen kam von hinter den Bäumen und lud mich ein. Und war so einladend, dass es mich zu einem Jäger machte, der nach seiner Beute suchte. Und obwohl mein Hunger für den Moment gestillt war, wollte ich wirklich das Gekochte die Hausmannskost meiner Tante probieren. Ich spürte sogar den Geschmack von etwas Süßen in meinem Mund. Gott, das riecht gut. Bisher läuft das ja ziemlich gut.
man hätte mich auch auf die Evergreen-Jungsschule schicken können, von der ich nur gerüchteweise hörte, dass niemand daraus zurückkehrte. Und die Jungs in der Schule, wurden solche gruseligen Geschichten über diesen schrecklichen Ort erzählt, dass er so ziemlich zu einer urbanen Legende wurde. Den schönen Duft folgend, fand ich mich selbst im Freien wieder. In der Ferne gab es ein Cliff und entsprechend dem Foto sollte das Haus genau dort sein. Aber das war es nicht. Ich konnte meinen Augen nicht glauben und machte einen Schritt vor und sah vorsichtig auf das Foto. Das stimmt, das Haus sollte hier sein. Und plötzlich sah ich es. Ich sah die Silhouette des Hauses, das an der Klippe stand. Es schien wie aus dem Nichts zu kommen. Was für ein lustiges Bild. Es sah aus, als würde es von den Bäumen gejagt werden, aber es sprang nicht von der Klippe. Manchmal spielt mir meine Einbildung ein paar Streiche. Warum habe ich es nicht schon zuvor bemerkt? Rauch kam aus dem Schornstein und ein leckerer Duft kam aus den Fenstern. Es schien, als hätte ich nicht falsch gelegen und ein großartiges Dinner erwartete mich dort. Ich hatte nicht einmal die Zeit, um aus den Dickicht zu kommen, als die Tür plötzlich aufschwang. Eine schwarze Katze mit einem Keks zwischen den Zehen kam aus dem Haus gesprungen. Hi, Freya! Er wurde von meiner Tante gefolgt, die auf einen Besen, ritt. Einen Besen! Farbige Funken kamen aus ihren Händen. Was geht hier vor sich? Ich konnte meinen eigenen Augen nicht trauen. Ich wollte sofort weglaufen und hoffte, dass ich den Bus noch erreichen würde. Aber zur selben Zeit fühlte ich eine seltsame Freude. Okay. Wicked! Meine Tante lachte bösartig. Naja, ich würde es jetzt mal als bösartig übersetzen, aber ich glaube, das ist es nicht. Dass mir ein kalter Schauer über den Rücken lief. Du hast all meine Kekse gegessen, Rascal. Ich werde dich bei lebendigem Leib häuten. Warte nur, bis ich dich in die Finger krieg. Haut lebendig? Tante begann, die Katze ums Haus herum zu jagen. Und feuerte farbenfrohe Funken auf ihn. Verschiedene leuchtende Figuren erschienen hier und da um meine Tante und ich sah verzaubert dahin. So ist es, wenn es Englisch plötzlich vor lauter Aufregung flöten geht. Oh Mann. Schließlich kam ich wieder zu Sinn. Natürlich, das ist nur ein Traum. Ich bin wahrscheinlich während meiner Reise ein bisschen eingedöst. Ein lilafarbener, glühender Ball flog über meinen Kopf und duschte mich mit hellen Funken. Meine vorherige Feststellung kollabierte und ich öffnete meinen Mund erneut überrascht. Nein. Nein, das kann nicht wahr sein. Das konnte einfach nicht. Mein klarer Verstand versuchte dagegen anzukämpfen, aber es war eindeutig, dass er verlor. Das ist einfach nur verrückt. Ich sprang zu dem Ort, wo der glühende Fellball war und berührte das verbrannte Gras. Gott, das ist heiß. Verdammt, ist das wirklich wahr? Machst du Witze? Meine Tante jagte weiter die Katze um das Haus herum
Und hin und wieder, und wieder flog sie über irgendwas. Fragt mich nicht. Wie kann das überhaupt möglich sein? Kann es sein? Magie! In der Zwischenzeit war die Katze einige Male ums Haus herumgerannt, aber plötzlich änderte er die Richtung und lief auf mich zu. Ich stand immer noch wie eine Statue da und, in einem winzigen Augenblick kletterte die Kreatur auf mir herauf. Ich sehe, du hast deinen Unterschlupf gefunden, Rascal. Geh zu Boden, Thomas. Was? Nächstes Mal hältst du dich unter Kontrolle, Grimor. Meine Tante zielte mit ihrem Finger auf meinen Kopf und ein roter Funken flog daraus. Bis dann! Mit einem mächtigen Fluss an Magie schickte Alice die Katze in die Tiefen des Waldes und der fluffige Ball verschwand in den Blättern. Ich hätte sterben können. Du hast mich fast umgebracht. Oh, kein Grund zur Sorge, du bist ja noch am Leben. Und wie könnte ich denn meinen niedlichen Neffen umbringen? Sie sah mich an und kam näher, als ob nichts passiert wäre. Ach, es ist Jahre her. Wie habe ich dich vermisst, Thomas? Ich konnte immer noch nicht kapieren, also ich verstand immer noch nicht, was ich da gesehen hatte. Meine Tante umarmte mich so fest, dass ich fast die Fähigkeit verloren hatte, die Realität zu verstehen, zusammen mit der Fähigkeit zu atmen. Tante, was um alles in der Welt ist gerade passiert? Das war die unhöflichste Katze auf dem ganzen Planeten, wenn du von Grimor redest, natürlich. Ich rede von all diesen Funken, diesem Besen. Ach, das nichts. Ach, das ist nichts. Hexenzeug und so. Hexenzeug? Ich kämpfte dagegen an, einen Schrei der Erleichterung zu geben. In der Zwischenzeit begann Alice mich zu untersuchen. Du bist etwas dünner geworden seit unserem letzten Treffen. Oh, diese widerliche Sophia gibt dir nicht genug Essen, ha? Huh? Wen interessiert's, Tantchen? Das war unglaublich. Warum ist das denn so eine Überraschung für dich? Hat dein Vater dir nicht gesagt, dass ich eine Hexe bin? Nun, er sagt es, aber das ist... Das ist verdammt nochmal wahre Magie. Hüte deine Zunge, junger Mann. Aber es ist wirklich großartig, dass du das magst. Wie fühlst du dich? Die Barriere könnte etwas Kraft von dir gezogen haben, als du durch die Barriere gingst. Liegt es an der Magie, dass ich dein Haus nicht von der Ferne sehen konnte? Du hast recht. Dieses Haus ist für niemanden sichtbar, der nicht danach sucht. Und wenn du danach suchst, wird es sich dir sofort zeigen, wenn du näher kommst. So ist das. Sie lächelte wieder. Und sie roch irgendwie vertraut. Ich denke, das ist das Parfüm meiner Mutter. Ja. Deine Mutter und ich, wir hatten denselben Geschmack bei vielen Dingen, aber unglücklicherweise nicht bei Männern. Sie grinste und seufzte. Es stellte sich heraus, dass mein Freund ein ganzes Stück Arbeit ist, also musste ich ihn in eine Katze verwandeln und nun ist er mein Haustier. Wow. Sag mir nicht, dass es dein Freund war, der auf meinem Kopf saß. Sie nickte. Ich öffnete den Mund vor Überraschung. Ich sag doch, ich werd alt. Kann jemand mal was gegen das alte Gehäuse tun? Ach ja, ab Februar werde ich eine Diät anfangen, hoffe ich mal. Hoffentlich.
Sie verwandelte ihren Freund in eine Katze. Wow. Nun, auf der anderen Seite, ich sollte mich beruhigen. Was, wenn sie mich in einen Käfer oder eine Maus verwandelte, wenn ich meine Hände auf den Tisch legte oder vergaß, mein Bett zu machen oder... Tantchen legte ihre Hand auf meine Schulter und unterbrach damit meine Gedanken. Keine Sorge, Thomas, ich werde dir nicht wehtun. Ich bin eine gute Hexe und außerdem, dieser Grimoire nervt mich auch weiterhin, selbst wenn er eine Katze ist. Also, habe ich ihn ja nicht ohne Grund weggejagt. Dieser kleine fluffige Haufen hat all die, Kekse gefressen, die ich für deine Ankunft gebacken hatte. Du verstehst das vielleicht nicht, aber, aber manchmal muss ein Mädchen halt ihren Freund in ein Tier verwandeln. Ich glaube nicht, dass es mein Boyfriend gerne hört. Ich nickte einfach. Beziehungen sind nicht wirklich mein Ding. Denn ich bin erst 12. Aber wenn eines der Mädchen in meiner Schule einem Freund erzählt hätte, dass sie einen Jungen in eine Katze verwandelt hätte, dann hätte man sie am nächsten Tag in die Klapse gebracht. Stellt euch das nur mal vor. Fliegende Besen und Katzen, die einst Menschen waren. Ich fragte mich, was als nächstes passieren würde. Ich kann immer noch nicht glauben, dass das wahre Magie ist. Und natürlich ist das wahre Magie und nichts anderes. Es war schwer zu glauben, was passierte, besonders der Teil, bei dem Tante vorgab, dass sie ihren Freund in eine Katze verwandelt hatte. Aber egal wie verrückt es klang, es schien mir die Wahrheit zu sein. Das ist großartig. Nun, abgesehen von der Katzensache. Ich denke, ich werde diesen Ort mögen. Ohne Zweifel. Es wird kälter, also sollten wir reingehen. Ich werde dir etwas heißen Tee machen. Heiße Schokolade wäre mir lieber. Okay. Sie ging schnell in Richtung des Hauses und ich sah zurück in den Wald. Was ist mit Grimoire? Beeil dich, Thomas. Ich möchte nicht, dass dir kalt wird. Oh, und mach dir keine Sorgen über diesen Rascal. Es wird ihm gut gehen. Er findet immer seinen Weg nach Hause. Wir gingen ins Haus und ich fand mich selbst in einem sehr weiträumigen Flur mit einem großen Sofa, das sich an der Wand ausstreckte. Ganz ehrlich, da sollte mal jemand aufräumen. Und wie viele Besen hat diese Frau? Und warum? Ich will Erklärungen. Ist das so ein Hexending? Also von wegen... Ach, der Nimbus 3000, der ist ja schön. Oh, und ich könnte auch noch den Nimbus 6000 brauchen. Oh, und den Flutter 4000. Da hingen ein paar Bilder an der Wand und ein zahnige Wolfshaut unter dem Sofa. Angsterfüllt starrte ich auf dieses Monster, welches aussah, als würde es unter einem Kinderbett hervorkriechen, wie eine Art fälliger Boogeyman. Willkommen im Hexenhaus. Es ist sehr süß hier, Tantchen. Ich sagte es mit einer fröhlichen Stimme und sah immer noch auf dieses Monster unter dem Sofa. Vielen Dank. Ich hab versucht, vor deiner Ankunft aufzuräumen, habe die getrockneten Mäuse beseitigt und all das, was hier schon seit Jahren hing. Ich wollte, dass du dich wie zu Hause fühlst. Mit Schwierigkeiten nahm ich meine Augen von dem Monster auf dem Boden und sah zu meiner Tante. Ich wusste nicht, dass du mich erwartest. Tantchen stellte den Besen gegen die Wand und lächelte mich an. Dein Vater sagte mir, dass du nicht gut mit deiner Stiefmutter klarkommst und ich schlug vor, dass du doch zu mir kommen und bei mir zu Hause bleiben solltest. Er stimmte zu. Diese Frau, Sophia,
hat seinen Geist vollkommen vernebelt. Nach dem, was er mir sagte, habe ich erkannt, dass sie das wahre Böse ist. Also, also habe ich ihm absichtlich gesagt, dass ich einen Diener bräuchte, der das Haus sauber hält. Und sie schlug sofort vor, dass ich dich aufnehmen sollte und begann dich als sehr fleißigen Arbeiter zu beschreiben. Du würdest die Möbel sauber machen und abstauben und du hättest keine Angst vor jeder Arbeit und so weiter. Oh, was für eine teuflische Frau. Wie es schien, wollte sie, dass du an dem schlimmsten Ort überhaupt lebst. Deswegen habe ich ihr gesagt, dass die Hölle auf Erden dich genau hier erwartet. Sie war so glücklich, als hätte sie 1 Million Dollar in der Lotterie gewonnen und sagte, dass sie dich mit dem ersten Bus morgen schicken würde. Sophia ist wirklich grausam. Ich glaube, sie ist kein Mensch, sondern irgendeine Art Biest. Vielleicht sollte ich sie in mein Kreaturenbucharchiv stecken. Sophia, eine Dämonin, die gute Stimmung kleiner Jungs frisst. Ich lachte. Das macht sie sicher. Übrigens, wie alt bist du? Vor kurzem bin ich 12 geworden. Wow, du bist kein kleiner Junge mehr. Nun, zum Teil. Ich bin nicht mehr so naiv wie zuvor. Sie stupste mich etwas mit ihrem Ellenbogen an. Und welches glückliche Mädchen hat einem so gut aussehenden Jungen wie dir ihr Herz gestohlen? Welches glückliche Mädchen hat einem so gut aussehenden Jungen wie dir das Herz gestohlen?